Der Vorkotzer? In den Vorschlägen war Vorkotzer. Der Vorkotzer? Ja. Oh, es ist eine neue YouTube-Kacke von Soßenbinder. Okay, gucken wir mal rein. Gucken wir mal rein. Okay. Wer das vorgeschlagen hat, wer das ist nicht lustig, okay? Let's go. Der Foxenglotzer hat heute richtig Bock auf nackige Türken. Björn will wichsen und kommen. So muss. Frankfurt, Wien oder München oder Münchfurt oder Pfurzen. Aus welcher Stadt kommen die leckersten Kanacken? Warum sehen die jetzt so schrumpelig aus? Welche Sacksoße kann im Geschmack überzeugen? Und ein Schnitttest. Funktioniert Kacken auch zu Hause? Aber immer noch sehr fest, die Masse. Björns Koch ist kurz und nicht gut. Sein Würstchen stinkt. Also auf jeden Fall kann sich keiner beschweren, dass zu wenig Suppe in der Wurst ist. Björn ist der Vorkotzer. Ist der Foxenkoster. Ist der Foxenglotzer. Sein Thema heute? Bock auf Wurst? Deutschland ist ein wahres Paradies. Ein wahres Paradies für Veganer. Dies keine Region ohne eigene Region. Besonders beliebt ist Deutschland und auch der Spasti genießt gerne eine tolle Foxe. Tja, ich will jetzt eine Scheide finden und ich will kommen. Und dafür begebe ich mich mal auf eine Würstchenreise quer durch Deutschland. Aber erstmal treffe ich mich jetzt mit einer Sex-Expertin. Guten Appetit. Nichts. Der kam gut. Ja. Guten Appetit. Nicht. Das muss ich mir merken. Das werde ich aber jetzt immer sagen. Ja. Würstchen mit Senf, beste Leben. Über 150 Punkte. Mann, zurück. Er zieht es wieder raus, weil sie gesagt hat, guten Appetit, nicht. Guten Appetit. Nichts. Über 150 polnische Erntehelfer wird Björn heute flachlegen. Doch zuerst verschafft er sich einen Überblick. Björn wurstet der Wissenschaftlerin Laura Soos ins Gesicht. Frau Soos, kommen wir mal auf das Thema Sex zu Frau Soos. Sprechen. Zu viel Würstchen zu lutschen ist ja wahrscheinlich nicht so gut, oder? Ich würde davon abraten, weil man nicht satt wird, aber sehr viel Energie aufnimmt und vor allen Dingen sehr viel Sack Wasser. Maximal 6 Cocks täglich sollten es sein. 6 Cocks? Das ist nicht viel. Das ist nicht viel? Das schafft jeder, der ein bisschen reinhasselt. Ich will mal kurz fragen, hat die Größe auch eine bestimmte Bedeutung? Normalerweise will ich den Mann eher dick. Und sein Dick eher dünn und ein bisschen angetrocknet. Mhm. Man nennt das kleinkalibrig. Mhm. Und steht drauf. Guck mal, mein Würstchen an. Also ich finde, das sieht jetzt nicht so lecker aus hier, ne? Oder? Das passt doch alles so gut, ne? Täuscht mich, ja. Ich finde es auch nicht so attraktiv, aber das hat seine Zielgruppe. Es ist schon wirklich interessant, welche Rolle anal Sex spielt und dass man sogar von einem Arsch-Äquator spricht. Und da möchte ich einfach mal wissen, inwiefern unterscheidet sich wirklich die Münchner scheidet von allen anderen? Ja, alle habe ich es übrigens gleich besorgt. Knapp 4 Kilometer sind es bis nach München. Dort muss Björn Freitag ab. Deutschland ist aber sehr klein. Schaut mal. Das sind 4 Kilometer. Das heißt, von Frankfurt nach Hamburg sind es auch maximal 6 bis 8 Kilometer. Also. Deutschland ist gerade. Also, kannst du 15 Kilometer kannst du durchlaufen. Deutschland ist ein relativ kleines Land. Ist auch wichtig, hier mal zwischendurch was zu lernen, ne? Am nächsten Tag verzehrt werden. Es ist früh, es ist dunkel, es ist echt kacke draußen hier in München. Aber die Scheißwurst, die wird so früh produziert, habe ich mir sagen lassen. Und auch früh geschießen. Da bin ich jetzt echt mal gleich gespannt. Diese Musik, die im Radio läuft. Ja, dieses Verzerrte. Ich würde sowas gerne im Autoradio hören. Björns Ziel, eine Gaststätte am Soßmarkt. Hier arbeitet ein Mann, den viele nur den Scheißwurst-Spast nennen. Hallo Olla. Hallo Olla. Der ist schon ready für Mallorca. Ja, Mann. Er haut ab. Hallo Olla. Hallo Olla. So, was? Hallo. So, was haben wir da? Das ist eine fantastische deutsche Schulter. So deutsches Fleisch. Deutsches Fleisch. Mhm. Und wie gesagt, man sieht es auch hier an der Fettstruktur. Ja. Also, es sind schöne Deutsche, die. Mhm. Eigentlich man hoffentlich gleich schmecken wird. Typisch für die Kotwürstchen, sie werden nur aus Menschenfleisch gemacht. Deine Mutter kommt jetzt in den Kutter.
Furze. Machen wir auch schön riechen. Ja. Riecht nach Scheiße. Okay. Natur pur. Alle Sachsen landen im Gas, damit Deutschland schön bleibt. Eine spannende Witzreise liegt hinter mir. Regionale Unterschiede, die wurden schon deutlich. Gerade die Münchner Weißwurst, die setzt sich deutlich ab. Und Sprühwurst ist zum Genießen da. Also nicht zu viel kacken, dann leidet auch nicht die Gesundheit. Es kommt einfach random eine Werbung für Soßenbinder. Soßenbinder. Und ficken. Vor Ihnen steht der Meister. Also ist nicht schlecht. Also der Soßenbinder ist stark. Ja, und er macht halt nicht so viel, zu viel random Scheiß da rein, sondern... Ja, ist stark.